Dass die Saison 2012 eingeläutet hat, haben wir insofern eine Überraschung erlebt, dass nämlich nicht ein Auto aus der Boston GP Open Klasse vorne stand, also aus dem Formel 1 Fahrzeug am Baujahr 1992. Seit einigen Jahren hier in der Boss-GP-Serie mit einem GP2-Auto, mit dem Dallara, das von 2000 bis 2000. Und das war der schnellste am gestrigen Nachmittag, fährt gerade eben aus der Boxengasse heraus. Und wir sind natürlich mal gespannt, wie bei der Scuderia Italia eingesetzt wurde hier im Qualifying. In der BossGP-Gesamtwertung belegen konnte, dann 3 Jahre beruflich bedingt Pause machen musste und nach einem Gaststart im letzten Jahr in Spa-Francorchamps jetzt Andelshofer im orangefarbenen Dallara Nissan und dahinter auf der 9. Position Philipp Esbruch, der Franzose, gestern schnellster der Masters-Wertung, aktuell dort in der 3. Position. Carlos Antunes Tavares auf Rang 10 im GP2-Auto mit der Startnummer 27. Und auch der Portugiese ist ein hochinteressanter Mann, ist nämlich der stellvertretende Generaldirektor von Nissan in Amerika, lebt mittlerweile im US-Bundesstaat Tennessee. Hatte allerdings seinen Flug von Tokio verpasst, er wurde gestrichen. Deshalb gucken wir mal noch kurz weiter im Klassement auf die 11. Position. Serge Ludwig, der Franzose, in einem weiteren GP2-Auto. Und Alain de Blonde, der Belgier, auf dem ehemaligen IndyCar des Jahres 1989 auf Rang 12. Gianluca Ripoli im letzten GP2-Bolide des Feldes auf Rang 13. Vor Didier Sirk in Williams, der allerdings hier versehen ist mit einem 1:28.9 sind im Jahr.
Startnummer 22. Doppelführung im Augenblick. Ist aber im Prinzip auch egal. Er steht völlig souverän mit 1,24.